Hallo Freunde, ja, hier haben wir eine neue Gartensolaranlage von einem Kumpel, den Klaus. Gesamtleistung 600 Watt. Schön, also es ist Aluminium beschichtet, schön schwarz, also sieht richtig, richtig gut aus. Die Winkel hat er dann selbst dafür fertig gemacht, ne, dran geschraubt und dann an das Häuschen fertig geschraubt. Also rein optisch schon mal wirklich sehr, sehr genial. Die Leistungsdaten von den Solaranlagen gebe ich noch durch. Und gleich schauen wir mal, wie der Wechselrichter dafür aussieht und welche Funktionen der noch hat. Also das Ganze ist noch mehr oder weniger eingepackt. Das muss noch quasi komplett angeschlossen werden. Aber von optischen schon mal richtig, richtig gut. Ja, was war denn jetzt dabei? Also das war jetzt nicht dabei. Das gehört zu den Gimbal. Dabei war dieser wunderbare Wechselrichter von Growatt. Klaus, wolltest du ein bisschen was dazu sagen? Welche Leistung? Ja, auf jeden Fall. Also Klaus möchte dazu nichts sagen. Ja, hier ist gerade. Hier ist einmal ein An-Ausschalter. Dann Plus-Minus-Anschluss für die Solaranlage und der Anschluss für die Steckdose. Also an sich alles dabei. Jetzt kommt das Geniale, was ich nicht habe bei mir. Man kann hier direkt sehen, wie viel Leistung das Ganze bringt. Und hier ist auch noch so ein ja, WLAN-Stick dabei. Ne? Also das Ganze muss noch nicht mal hier in Gartenhäuschen angeguckt werden. Man kann es jederzeit auch im Haus anschauen. GoPro, stopp! Was hat das Ganze gekostet? Das waren jetzt 700 Euro. 679 Euro, um genau zu sein. Also ich denke mal von Preis her absolut in Ordnung für eine 600 Watt Solaranlage mit Versand. Alles schon drin. Mit Versand, also genial. Über eBay. Spitze, über eBay. Ja. Da ist nochmal so ein Kühler mit dabei, das heißt auch ohne Ventilator, gekühlt wird durch dieses Aluminiumgehäuse, auch spitze, Stecker wie gesagt mit dabei, also ich bin begeistert. Also ich bin begeistert, allein schon optisch wie das aussieht, einfach nur genial. Also irgendwann mal kommt das Ganze in das Gartenhäuschen, wird verbaut, angeschlossen, das passiert jetzt noch nicht. Da machen wir noch mal ein separates Video zu. Jetzt ist natürlich vielleicht noch mal interessant zu sehen. So, was noch tatsächlich ich für genial befinde, die Solarzellen haben mit dabei richtig, richtig lange Kabel. Das heißt, man kann das Ganze wirklich meterweit entfernt verlegen. Unglaublich. Also, ich zeige euch das mal. Da sind die Kabel. So, und jetzt gehen wir einmal hier. So, hier sehen wir das Kabel. Also wie gesagt, 2x10 Meter. Also für das Geld auch nochmal richtig Kabel gekauft. Und was noch dabei ist, sind einmal ja, so Betondübel. Das heißt, man kann den Wechselrichter irgendwo in eine Betonwand auch anbringen. Ja, finde ich auch gut. So ein paar Lüsterklemmen, also alles, was nochmal wichtig ist, ist mit dabei. Also ich bin absolut begeistert, schon allein dadurch, dass man hier sehen kann, dass, wie viel Leistung das Ganze bringt. 600 Watt ist eine Hausnummer. Und wie gesagt, bin gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Ein paar Daten werde ich noch hier mit einfügen, als Fotos. Ansonsten von meiner Seite vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Danke für die Likes und Abos.